Lasemas Apartment, Coruscant. Bisher hatte sich Jussik nie jeden Morgen den Kopf darüber zerbrechen müssen, welche Kleidung er anziehen sollte. Er betrachtete sich selbst im Spiegel, zum ersten Mal seit Jahren ohne Bart, und fragte sich, ob er als Gesundheitsinspektor der Regierung durchgehen würde. Als Jedi hatte er so gut wie nichts besessen, nur die braune Robe, die er immer trug, ein paar Tuniken, Hosen und Unterwäsche zum Wechseln, sein Lichtschwert und eine Menge Geräte, von denen keines wirklich ihm gehörte. Es hatte alles in einen verlotterten Sack gepasst. Jetzt besaß er Rüstung, obwohl Beweglichkeit immer noch oberstes Gebot war, und er hatte Verkleidungen. Heute war er als gewöhnliches menschliches Wesen verkleidet, ein angepasster Bürokrat, Aktenkoffer in der Hand, glatt rasiert. Er hatte ein Gefängnis zu besuchen. Dr. Overlord Kyle-Utan war von einer Einrichtung zur nächsten verlegt worden und dann anscheinend im System verschwunden, aber es war unmöglich, alles vor den Nulls zu verbergen. Sie waren dazu ausgebildet worden, jedes System zu infiltrieren, und das der Republik war für sie noch anfälliger als irgendein anderes. Die Sicherheitscodes für das Schatzamt hatten Jaing Arc-N10 einen besonders ergiebigen Ansatzpunkt geöffnet, und er arbeitete sich mit Hilfe von Wurmprogrammen durch diverse abgesonderte Systeme in den Regierungsabteilungen, wobei er die Schnittstellen zwischen ihnen benutzte, um Abteilungsbarrieren zu überspringen. Interoperabilität der Regierung, effizientere Kooperation zwischen den einzelnen bürokratischen Regierungszweigen war ein Konzept, dessen Zeit gekommen war. Und nebenbei macht es das Anzapfen ihrer Daten wesentlich einfacher. Mach Winke Winke, Kadika. Mach Winke Winke zum Onkel Badan. Ethan hielt ihren Sohn in einem Arm, nahm seine Hand mit der anderen und machte eine Winkgeste. War da, sagte er. Er schien Worte zu lieben, die mit A endeten. Jussiks plötzlicher Kleidungswechsel schien Kat zu verwirren, und er sah Ethan fragend an, als suche er nach einer Bestätigung für dessen Identität. Ja, das ist Badika. Er kommt bald zurück. Nur ein paar Aufenthaltsorte feststellen, sagte Jussik. Dauert nicht lange. Du fragst dich, wie ich das tun kann, nicht wahr? Ethan strahlte Bedauern aus. Es gab kaum etwas, das ein Jedi vor dem anderen hätte verbergen können. Ich finde es unmöglich, sagte Jussik vorsichtig. Er fragte sich, ob die Trennung sowohl für sie als auch für das Baby das Richtige wäre. Aber ich verstehe. Damen muss die ganze Zeit kämpfen und du ebenfalls. Wenn mir irgendetwas zustoßen sollte. Jedi-Verluste sind in diesem Krieg nur vereinzelt aufgetreten. Lass mich ausreden. Falls ich nicht zurückkommen sollte, sorg dafür, dass der Jedi-Orden Kat nicht findet. Jussik fummelte an seinem hohen Kragen herum. Eine Rüstung war nicht halb so einengend wie ein Geschäftsanzug. Dir wird überhaupt nichts zustoßen, sagte er. Wie ich bereits sagte, wir haben bei Geonosis viele Jedi verloren, aber seitdem nur sehr wenige. Badan. Sie müssen zuerst an Kerls kleine Armee vorbei. Aber gut, wenn du mein Wort willst, ich werde mein Leben dafür geben, ihn zu beschützen. Ethan gab ein leises A von sich, und als Jussik sich umdrehte, sah sie aus, als wäre sie den Tränen nahe. Ich erwarte nicht von dir. Ich weiß, aber ich erwarte es von mir. Wenn er von seiner Mission zurückkehrte, würde sie bereits wieder im Dienst sein, und Lasema, Bestany oder Skirata wären hier, um die Stellung zu halten. Also dann keine törichten Heldentaten. Möge die Macht mit dir sein, Ethan. Jussik sah sich nicht noch einmal um. Wenn er sich von jemandem verabschiedete, gab es jedes Mal diesen letzten Moment, in dem er den Blickkontakt abbrach. Ein Schmerz, dem er sich stellen musste. Also brachte er es immer schnell hinter sich. Sich unbemerkt durch die Stadt zu bewegen, war ihm inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen. Transaktionen nur mit Barcredits, bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln immer wieder umsteigen, Bereiche mit Sicherheitskameras vermeiden. Mit einem Gedanken konnte er Gehirne manipulieren und Überwachungs- und Holokameras ausschalten. Allerdings wollte er keine Spur blindwütiger Machtnutzung hinter sich herziehen. Und sollte trotz seiner Sorgfalt noch irgendetwas liegen bleiben, konnte Yala Oprim es höchstwahrscheinlich einrenken. Das Valorum Center sah von außen aus wie eine mittelständige Wellness-Einrichtung und nur die beeindruckenden Sicherheitsvorkehrungen, Doppeltore und eine Reihe von Türen, die auf Mustafa als Luftschleusen hätten durchgehen können, gaben einen Hinweis darauf, dass es sich um eine gerichtliche Psychiatrieeinrichtung handelte. Nicht alle Gäste hier waren Kriminelle. Viele waren eine Gefahr für sich selbst. Alle waren sie jedoch hier, weil Gerichte beschlossen hatten, dass sie eingesperrt gehörten. Es fand überraschend wenig Beachtung, aber auf der anderen Seite schossen in diesen Tagen überall auf Coruscant Regierungsgebäude mit eher abstoßenden Fassaden aus dem Boden. Außerdem war es keine Wohngegend. Jussik zeigte dem Droiden bei den Toren, der mehr wie eine Ionenkanonenstellung aussah, seinen Identity-Chip. Er scannte ihn ab und schwang zurück, um ihn durchzulassen.
Es war sehr einfach, einen Ausweis des öffentlichen Dienstes zu fälschen, wenn man einen Bekannten im öffentlichen Dienst hatte, der einem seinen oder ihren Chip zum elektronischen Klon modifizieren lieh. Bessie Vennons Originalchip hatte inzwischen quer durch das gesamte Spektrum der Administration der Republik Nachwuchs in Form gefälschter Angestelltenidentitäten hervorgebracht. Eine Bürokratie, die nicht einmal wusste, wie viel Personal sie zu einem bestimmten Tag beschäftigte, war reif für die Unterwanderung. Als Jussik das letzte Mal das System des Lohnbüros angezapft hatte, stand allein die Vollzeitarbeiterschaft bei 8 Millionen Mitarbeitern, mehr als das Doppelte der großen Armee. Daniel Harris war nur ein weiterer Schreiberling, der vielleicht oder vielleicht auch nicht existierte. Jussik trug ihn wie einen Mantel. Ich werde sie nicht lange aufhalten, sagte er und blickte passend gehetzt rein, als ihn der stellvertretende Chefadministrator, auf dessen ID-Schildchen Pelbion Dr. S. stand, durch die besänftigen blassgrünen Korridore führte. Ich bereite nur eine Ansprache des Gesundheitsministers vor. Das übliche Brimborium von wegen, gefährliche Patienten werden zu früh in die Gesellschaft entlassen. Ich verstehe trotzdem immer noch nicht, wie wir es geschafft haben, Ihre Anfrage zu verlegen. Tut mir sehr leid. Macht ja nichts. Jussik besaß bereits die Grundrisse der Einrichtung, dank des ahnungslosen Energieversorgungsamtes, aber es konnte nicht schaden, auch den Aufbau aufzunehmen. Also hielt der MG in sein Comlink in der Hand, als würde er auf eine wichtige Nachricht warten, hatte stattdessen aber die interne Kamera aktiviert, um später alle Details auswerten zu können. Ob ich so kurzfristig wohl noch ein Gespräch mit dem Direktor führen kann? Sag nein, mir wär's egal, ich kann mich auch so durchschmuggeln, aber... es tut mir leid, aber er ist heute nicht in seinem Büro. Nun, ich bin sicher, dass auch Sie mir mit den Zahlen aushelfen können. Jussik schritt voran und versuchte nicht so zu wirken, als wüsste er, wohin er ging. Was für ein Risiko stellen die Patienten hier genau dar? Wie viele sind wirklich eine Bedrohung für die Außenwelt? Sind es nicht überwiegend geplagte Seelen, die sich von Gebäuden stürzen würden? Hauptsächlich. Pelbion war ein dürrer Mensch, um die 50, aber jedes Mal, wenn sie eine Sicherheitstür durchschritten, über seine Schulter blickte, als befürchte er einen Angriff. Aber in kurzfristigem Rahmen bringen wir auch risikoreiche Patienten unter. Die wirklich Gefährlichen werden dann in die Isolationseinrichtung auf Yervilet überwiesen. Und ich kann Ihnen versichern, dass unsere klinischen Gutachten sehr, sehr viel anspruchsvoller sind als bei manch anderen Institutionen. Wir setzen kein Vertrauen in pharmazeutische Heilmittel oder überzeugende Interviews vor einem Beurteilungsgremium. Die Einrichtung war bemerkenswert ruhig und leer. Irgendwie hat Jussik etwas in der Richtung eines Krankenhauses erwartet, mit ein paar Droiden, die sich von Zimmer zu Zimmer bewegten. Aber dies war offenbar kein Ort, an dem Besucher oder irgendwelche Aktivitäten gerne gesehen wurden, denn alle Türen waren verriegelt. Je tiefer Jussik in den Komplex vordrang, desto beunruhigender fühlte er sich. Für einen Machtnutzer war dies ein elender Ort. Jussik konnte Emotionen spüren. Während sie an den abgesperrten Zimmern vorübergingen, strömte Welle um Welle voller Angst, Depression, wilder Euphorie und gelegentlich sogar seltsam deplatzierter Gewissheit auf ihn ein, wie flüsternde Stimmen. Noch nie war er so vielen Menschen so nahe gewesen, die alle unter etwas litten, mit etwas rangen, mit, er wollte sagen, Qualen, Wahnvorstellungen, Irrsinn. Aber so war es überhaupt nicht. Manche waren sehr unglücklich, andere waren allerdings überaus glücklich, geradezu manisch. Es brauchte eine ganze Menge, um Jussik zu erschüttern, aber das hier ging ihm durch und durch. Zu allem Übel konnte er niemanden sehen, nur spüren. Er fühlte sich von Geistern umgeben. Wie viele Patienten entlassen Sie proportional wieder in die Gesellschaft? Fragte er Pelbion, um sich wieder zu sammeln. Manchmal beneidet er ganz normale Wesen. Sie mussten nur schauen. Er hingegen wagte es nicht, das Lärmen der Emotionen auszublenden, denn er suchte einen Verstand, eine Person, von der er Grund zur Annahme hatte, dass sie hier gefangen halten wurde. Er suchte nach Dr. Utan. Wenn sie nicht hier war, dann gäbe es für ihn keine Sicherheitsverwahrung mehr, die er absuchen konnte, und die Spur wäre kalt. Nur 3% verlassen jemals wieder diese Institution, antwortete Pelbion. Wir übernehmen schließlich ziemliche Extremfälle. Jussik konzentrierte sich. Es war, als würde er tausenden Unterhaltungen gleichzeitig zuhören und dabei nur nach einem Wort suchen. Aber er konnte nicht jeden Korridor abschreiten, ohne dass Pelbion Verdacht schöpfte. Vor ihnen kamen ein Meditroide und eine Monkal in blassem Laborkittel tief ins Gespräch vertieft den Korridor herunter und bogen dann nach links in ein Büro ab. Jussik hatte schon geglaubt, niemand sonst würde sich frei in dem Gebäude bewegen und er war erleichtert, sie zu sehen. Auch konnte er ein paar Stimmen hören, gedämpft durch Entfernung und schwere Türen, nur zusammenhanglose Gesprächsfetzen,
die er seinem Willen zum Trotz mitverfolgte. Er meinte sogar ein paar Worte Mandua zu hören. Das menschliche Gehirn besaß die wunderbare Fähigkeit, das scheinbar Vertraute auszusieben. Er bemühte sich, der Stimme zuzuhören, einer Frau, die sich anhörte, als würde sie abwechselnd weinen und fluchen. Und manche Worte schienen mandalorianisch zu sein, andere wieder waren völlig fremd. Er hätte schwören können, das Wort Shakar gehört zu haben. Nein, es war Checker. Was immer es auch war, es war nicht Mandua. Er musste weitersuchen. Lass dich nicht ablenken. Du hast eine Mission. Bestrebt, einen neuen Schwerpunkt für seine Suche zu finden, versuchte er, eine Reihe Fragen anzubringen. Noch konnte er keine Gedankenbeeinflussung einsetzen, da er nicht wusste, wie er die Frage formulieren sollte. Wenn Utan hier als Patientin untergebracht war, dann hätte Pelbion sie nicht in einer Zelle mit der Aufschrift »Geheime Gefangene«. Also mir wäre diese Arbeit auf Dauer zu deprimierend, meinte Jussik in der Hoffnung, damit eine aussagekräftige Erwiderung herauskitzeln zu können, die er steuern und auseinandernehmen konnte. Die meisten medizinischen Mitarbeiter hegen doch wohl die Erwartung, ihre Schützlinge heilen zu können. Aber das Beste, was man tun kann, ist scheinbar, sie davon abzuhalten, sich selbst zu gefährden. Oder sie so zufrieden zu halten, wie es uns möglich ist, ergänzte Pelbion abwehrend und öffnete unter den prüfenden Blicken eines klobigen Droiden, der mit einem Betäubungsstab bewaffnet war, eine weitere Tür. Das ist der Hauptzweck. Jussik spürte die Bresche, die er schlagen musste. Sie müssen alle elend unglücklich sein. Utan wäre es, wenn sie hier wäre. Die Nulls hatten Informationen aufgeschnappt, denen zufolge eine Genetikerin wahllos Sokafliegen kreuzte, nur um sich zu beschäftigen. Aber es blieb zweifelhaft, ob man in diesem makellos sterilen Ort Insekten gestattete. Das Gebäude roch nach jenem speziellen Reinigungsmittel, das Jussik mit Zahnmedizin assoziierte. Ein schwacher, scharfer Geruch, der seinem Gaumen reizte. »Nein, manche sind sehr glücklich in ihren Wahnvorstellungen«, erwiderte Pelbion. Er schien zufrieden damit, aufs Geratewohl zu plaudern, und sei es auch nur, weil es Jussik zu beruhigen schien. »Manche sogar so glücklich, dass ich sie beneide.« Es waren jedoch auch viele Leute voller Wut hier. Wut, die sich zum Großteil auf nichts Konkretes richtete. Bei einer Zellentour musste Jussik einen Schritt beschleunigen, um schneller an ihr vorüberzugehen. So stark war der Drang zu blutiger Zerstörung, der von der Person dahinter ausging. Falls die Jedi etwas über die dunkle Kraft der Wut lernen wollten, dann war dies der Ort, an den sie die Jünglinge bringen sollten. »Gibt es welche, um die es ihnen leid tut?«, fragte Jussik. Er brauchte jetzt eine Pause. Er tat sein Bestes, nach Wesen zu spüren, die ihm ähnlicher waren, die normaler waren. »Meinen Sie, das Schicksal könnte auch einen von uns hierher verschlagen?« »Oh, wir haben ein Dutzend Ärzte hier, mindestens«, antwortete Pelbion. »Es ist ziemlich ernüchternd, ihnen in die Augen zu schauen. Und Wesen, die glauben, sie seien Ärzte. Und manche von denen scheinen sogar kompetenter als die mit Diplom.« Jussik zwang sich zu einem Lächeln. »Du willst mir mehr erzählen?« Pelbion blinzelte bei Jussiks behutsamer Manipulation seines Verstandes. Es war ihm nicht bewusst, aber er reagierte auf einen Gedanken, der nicht ihm entsprang. Er ließ sich nicht über einzelne Patienten aus. Es passte nicht zu ihm, aber da war etwas an diesem Gedanken, etwas, das ihm nicht Sorge bereitete, sondern vielmehr keine Ruhe ließ. Jussik gab ihm noch einen kleinen Schubs. »Du willst mir mehr über die Patienten erzählen, bei denen du nicht sicher bist, ob sie hier sein sollten. Du willst mich zu ihnen bringen.« »Manche von ihnen... Naja, selbst ich frage mich, ob sie hierher gehören«, gab Pelbion schließlich zu. Er ging jetzt zielstrebiger, schlenderte nicht bloß neben Jussik her, als wolle er ihn zu den beeindruckendsten Sektoren führen und fort von den schlimmsten. »Sie sind innerlich derart von ihrem eingebildeten Dasein überzeugt, dass ich mich ermahnen muss, weshalb sie hier sind. Zeig es mir. Du willst es mir zeigen. Du willst mir zeigen, wie hart deine Arbeit sein kann, damit ich einen wohlwollenden Bericht über diese Einrichtung verfasse.« Jussik musste Pelbion einen weiteren Schubs geben. Es war riskant. Der Mann würde nicht begreifen, dass er von einer Jedi-Technik beeinflusst wurde, aber er könnte zu dem Schluss kommen, dass er sich nicht wohlfühlte und unterbrechen. Ein schwacher Hauch der Vertrautheit streifte Jussik und er bemerkte, dass er auf eine Tür starrte, die in schwarzen Zahlen die Nummer 7885 trug. Er war Dr. Utra noch nie begegnet. Er konnte sie nicht fühlen, aber er konnte jemanden spüren, der normal war bei Sinnen. Jemand, der nicht hierher gehörte. »So wie dieser Patient?«, fragte Jussik und deutete auf die Tür. »Nein,
den hat seine Familie eingewiesen nach einem unglücklichen Vorfall zu Hause. Pelbjorn schien mit sich selbst zu hadern. In Ordnung, folgen Sie mir. Aber die zurechnungsfähige Person da drinnen, aus irgendeinem Grund war Jussik für einen Augenblick verwirrt. Dies bewirkte die plötzliche Erkenntnis, dass sich jemand in der Nähe befand, der weder gestört noch verrückt war, aber dennoch eingesperrt. Das Gefühl des Verrats und der Hoffnungslosigkeit war jetzt überwältigend stark und er konnte kaum mehr davon lassen. Tief in seinem Inneren schrie etwas: Helft ihm! Helft ihm! Er kann nicht einfach weitergehen! Aber er tat es. Seine Mission war entscheidend. Er ließ ein Wesen in Not im Stich. Was Zellenblöcke angeht, war der Hesperiumflügel des Valorum-Centers recht behaglich, abgesehen von dem Geruch nach Reinigungsmittel und all den Sicherheitstüren, und wirkte weniger institutionell. Jussik folgte Pelbjorn in einen anscheinend älteren Teil des Gebäudes, der sich durch höhere Decken auszeichnete und dann weiter durch noch mehr Türen. Er zeichnete alles auf. Wären die Nulls bei ihm gewesen, die mit fotografischem Gedächtnis gesegnet waren, weil die Kaminoaner dachten, es würde bessere Soldaten aus ihnen machen, hätten sie sich den Weg samt den Einzelheiten sofort eingeprägt. Pelbjorn blieb vor einer Doppeltür stehen und suchte nach einem Hauptschlüssel. Ja, diese Frau bereitet mir Sorge, sagte er, als hätte Jussik gefragt. Pelbjorn reagierte nicht auf die gleiche Art auf Gedankenbeeinflussung wie die meisten Wesen, so viel war klar. Sie ist mir ein Rätsel. Noch bevor sich die Türen öffneten, wusste Jussik, dass sich hinter ihnen eine zurechnungsfähige, wenn auch leicht labile Frau befand. Er konnte sie spüren, nicht ganz so, wie er es erwartet hatte, irgendwie abgestumpft, aber nicht reif für psychiatrische Behandlung, noch nicht. Als sich die Türen teilten, kamen dahinter zwei weitere aus gehärtetem Transparistall zum Vorschein und er hätte beinahe gejubelt. In der Zelle, eigentlich mehr eine angenehme Suite, nur ohne natürliches Licht, standen lauter kleine, durchsichtige Kisten auf einen Tisch gestapelt. Schwarze Punkte bewegten sich in ihnen. Sokafliegen. Pelbjorn senkte verschwörerisch die Stimme. Sie glaubt, sie ist eine Wissenschaftlerin der Separatisten, die an einem Weltuntergangsvirus arbeitet. Das ist schon ziemlich beeindruckend, denn offenbar verfügt sie über eine wissenschaftliche Ausbildung und einen genialen Verstand. Einmal hat sie mich beinahe davon überzeugt, dass sie im äußeren Rand von Streitkräften der Republik entführt worden ist, in den Rücken geschossen und hierher gebracht, um unter Zwang ihre geheimen Forschungsergebnisse preiszugeben. Wie außerordentlich, pflichtet Jussik bei. Utan erinnerte sich sehr wohl an den Überfall auf Kilura. Was für eine detaillierte Wahnvorstellung. Laut ihrer Akte wurde sie von der Abteilung für öffentliche Sicherheit überstellt, da man dort der Meinung war, sie wäre vielleicht tatsächlich dazu in der Lage, eine echte Seuche zu erschaffen. Ich muss schon sagen, sie betreibt da eine faszinierende genetische Forschung mit diesen Fliegen, auch ohne die dazugehörige Laboreinrichtung. Wir helfen ihr gelegentlich aus, wissen Sie. Du meine Güte, oh Freude. Dürfen Sie mir das überhaupt erzählen? Ist das nicht Verschlusssache? Ich glaube nicht, dass man psychotische Wahnvorstellungen unter Verschluss halten kann, Meister Harris. Obwohl ein paar Narben deutlich zeigen, dass sie wirklich einmal von einem Projektil getroffen wurde. Jussik betrat den Raum. Eine gepflegte Frau mittleren Alters mit roten Strähnen im schwarzen Haar blickte von ihrem behelfsmäßigen Schreibtisch auf und sah ihn streng an. In ihrer Hand hielt sie ein Datapad. »Dieser Herr kommt vom Coruscant-Gesundheitsministerium«, erklärte Pelbjorn und lächelte sie nervös an. »Ich führe ihn nur herum. Wie läuft denn unser Zuchtprogramm?« Utan, sie war es definitiv, zog verächtlich eine Braue hoch. »Sie mögen mir alles Mögliche ins Essen mischen, Sie mittelmäßiger Quacksalber, aber mein Gehirn funktioniert immer noch besser als das Ihre«, sagte sie müde. Dann sah sie wieder zu Jussik. »Sie sind also von der Regierung, ja? Nun, ich bin eine Kriegsgefangene und als solche besitze ich Rechte. Ich verlange meinen Anwalt, mal wieder. Mein Name ist Dr. Obolut Kail-Utan und ich werde in Isolationshaft gehalten.« Jussik schenkte ihr ein leicht gequältes, aber mitfühlendes Lächeln. Der Kanzler war ziemlich clever. Welch besseren Weg, Utan zu verstecken, hätte es geben können, als sie vor aller Augen ihre Geschichte an einem Ort erzählen zu lassen, an dem jeder eine verrückte Geschichte besaß. »Natürlich sind Sie das, gnädige Frau«, sagte Jussik. »Ich werde mich umgehend darum kümmern.« Und wie sie herauskommen würde, nur nicht auf dem Weg, den sie sich erhoffte.
völlig widerspruchsfrei, bemerkte Pelbion auf dem Weg hinaus. Jede Einzelheit. Traurig, sagte Yusik. Nein, brillant, wunderbar, Hoffnung für meine Brüder. Und nur wegen dieser Zahlen. Schon in Arbeit, Meister Harris, erwiderte Pelbion. Es war wahrscheinlich nicht nötig, an seinem Gedächtnis herumzuspielen, aber Yusik verwischte dennoch den Teil des Gespräches, um seinen Besuch auf eine geringfügige Belästigung zu reduzieren, die auf ganz natürliche Weise schnell vergessen wäre. Den ganzen Weg zurück zum Apartment über, 4-mal mit dem Speederbus umsteigen, ein paar längere Fußmärsche plus 2-3-mal kehrt machen, nur für den Fall, spürte Yusik, wie sein Triumphgefühl von einer nagenden, beunruhigenden Stimme getrübt wurde. Es war nicht der Ansturm gestörter Gemüter, die ihn am meisten verunsichert hatte. Auch nicht das Erlebnis, Auge in Auge einer Frau gegenüberzustehen, deren Arbeit praktisch aus Genozid bestand. Es war die Feststellung, dass sie nicht das einzige geistig völlig gesunde Wesen war, das in Valorum gefangen gehalten wurde. Und es gab nichts, das er wegen des anderen hätte unternehmen können. Er konnte dem Fall nicht weiter nachgehen, da Harris jetzt wieder verschwinden musste. Er hatte so schon genug Staub aufgewirbelt. Im Krieg gab es immer Verluste und nicht alle fielen im Gefecht.